So, da bin ich wieder. Dann speichern wir jetzt mal ab. War erfolgreich. Super. Dein Wolkenvogel ist einfach unglaublich. Und das nach all dem, was er heute schon durchmachen musste. Was musste er durchmachen? Gar nichts. Hat er so geschlafen die ganze Zeit. Ich werde nun meinen Vater berichten. Hey Mibu. Ach, du hast dein Federvieh gefunden. Wir haben hier seit dem Morgen geübt. Warum kriegt ein Nichtskönner wie du eigentlich immer der Extrawurst, hä? Und jetzt tauchst du hier auch noch mit Zelda auf. Ah, da traust du dich wohl nicht, was? Zeldalein und ich sind schon seit unserer Kindheit gute Freunde. Da bildest du dir mächtig was drauf ein, stimmt's? So ist es doch, oder? Badu redet die ganze Zeit davon, dass er Zelda heiraten wird und sie dann für immer zusammen sind. Hehehehe. Ha. Der Sieger der Zeremonie, und das werde natürlich ich sein, erhält von der Vertreterin der Göttin, also Zelda, den Paraschal. Was ist das? Und niemals werde ich zulassen, dass jemand anderes mir dieses Geschenk wegschnappt. Es ist von ihr selbst gemacht. Den Paraschal, den sie selbst getragen hat, in meiner Hand. Er riecht bestimmt toll. Und dann noch die Zeremonie für den Sieger auf der Statue der Göttin. Nur wir beide, ungestört, Zelda und ich, ganz allein da oben. Bardo, Bardo, hinter dir! Ein dreiköpfiger Affe! Nein, es ist nur wahrscheinlich Zelda. Ork. Wir beide, wie? Ganz allein, ja? Ja. Ja, also Mibu, gut, dass du deinen Vogel gefunden hast. Das wird ein guter, ehrlicher Wettkampf. Bis dann, Zelda. Und bei der Zeremonie immer schön auf mich schauen, ja? Ich bin der, der fliegen kann. Wie überhaupt nicht arrogant und eingebildet. Hey, Bardo, warte auf uns. Ein guter, ehrlicher Wettkampf? Da hätte ich einiges dazu zu sagen. Mibo, kümmere dich nicht darum, was sie sagen. Gib heute dein Bestes. Ich glaube an dich. Versprichst du mir zu gewinnen? Nur wir zwei? Bitte? Das hätte ich nicht von dir gedacht, Mibo. Die Vogelreiterzeremonie beginnt. Die auserwählten Schüler bitte zum Start. Also dann, Mibo, bis gleich. Oh ja. Yeah. Bis gleich. Hä? Wieso haben die so eine Kackspur hinter sich hergezogen? Interessant. Okay. Sehr gut, beginnen wir also mit der Vogelreiterzeremonie. Es sah erst aus, als würde Nico nicht teilnehmen. Boah, ist das viel Text. Ich erkläre nur die Regeln. Ich lasse nun einen Wolkenvogel fliegen, der eine Vogelfigur trägt. Auf mein Signal springt ihr durch das Drücken von A los und springt vom Steg ab. Vergesst mir nach dem Abspringen vor lauter Aufregung bloß nicht, nach unten zu drücken, um eure Vögel zu rufen. Sieger ist, wer als erster durch Drücken von A die Figur in seinen Besitz bringt. Nicht so schwer, oder? Habt ihr die Regel verstanden? Nein, nochmal. Ist mir zu kompliziert. Gut, der Sieger rückt in die Oberstufe der Ritterschule vor. Außerdem wird ihm eine große Auszeichnung verliehen. Nämlich Zelda. Die Auszeichnung wurde von der jungen Dame, die als Vertreterin der Göttin auserwählt wurde, persönlich angefertigt. Und zum 25. Jubiläum unserer Schule, warte mal. Das ist doch eine Anspielung auf 25 Jahre Zelda. Wird die Übergabe dieser Auszeichnung auf der Statue der Göttin stattfinden? Die Vertreterin der Göttin, die ihren selbst angefertigten Preis dieses Jahr persönlich überreichen wird, ist wie ihr. Nee, ist. Was? Ist, wie ihr wisst. Zelda! Zeigt, was ihr beide bei euren täglichen Übungen gelernt habt. Ich will nicht sehen, dass jemand mit Gegenständen wirft oder andere Teilnehmer angreift. Das gilt besonders für dich, Bardo. Alle auf ihre Plätze, Jo. Viel Spaß. Los. Hä? Zählt man nicht normalerweise so von drei runter? Oh. Jetzt hätte ich selbst fast vergessen, das Ding zu rufen. Okay. Okay. Der Gelbe also.
schwer zu sein. Hey, was soll das? Das ist mein Triumph, nicht deiner. Ah, war klar, dass das irgendwie doch nicht so einfach wird. Du wagst es, dich ein paar Runden zu legen in die Wieskleider. Lass ihn dies. Oh, da fliegt was. Oh, da fliegt was. Sag mal, fliegen die mit Eiern? Werfen die mit Eiern oder was ist das? Ich will nicht wissen, wo sie die Eier gerade am rauszupfen sind. Oh, geschafft. Oh, war das schwer. Nichts besseres als Lipton Iced Tea Mango. Das schmeckt so geil. Es war jetzt keine Werbung, nicht falsch verstehen. Mibu! Doof? Was machst du? Das ist sehr riskant. Eine Sekunde früher oder später und du wirst tot. Sei nicht so ängstlich. Herzlichen Glückwunsch, Mibu. Die Toto ist selbst total auf verliebt, ey. Und dann regt sie sich auf, wenn ich sage, wir beide? Hä? Die Zeremonie geht weiter. Auf zur Statue der Göttin. Boah. Nur Text hier. Mibu, du musst dann die Vogelfigur der Göttin da bringen. Bei den alten Gameboy-Spielen oder, keine Ahnung, Nintendo-Spielen war das nicht so. Da wurde nicht so viel gebabbelt. Vor allem, das kann man nicht überspringen. Wow. Ja, noch in das erste Dungeon oder in irgendwas. Irgendwo. Irgendwie. Große Göttin, die du uns seit Urzeiten beschützt, an deiner Stelle führe ich die Zeremonie aus, hoffend auf deinen Segen. Ich frage mich wiederum, wie sind die da hochgekommen? Mit dem Vogel oder was? Auf dass die Winde dir und dein Wurmvogel stets gewogen sein müssen. Ach, das ist der Schal. Also ich habe eine andere Vorstellung von Schal. Tut man sich das nicht mal normalerweise so um den Hals wickeln? Du hast den Parachal erhalten. Toll. Mit ihm kannst du auch dann sicher landen, wenn du von hohen Orten hinabspringst. Das bringt mich gleich auf eine Idee. Er riecht vertraut. Was soll das denn? Dies ist eine heilige Zeremonie. Dieser Parachal, man sagt, dass die Göttin ihn seit Urzeiten den von ihr Auserwählten zukommen lässt. Aber natürlich kommt dieser Schal nicht direkt von der Göttin. Ich habe ihn selbst für den heutigen Gewinner gewebt. Ich bin so froh, dass du ihn bekommst. Pass gut auf ihn auf, ja? Was heißt, pass gut auf ihn auf? Dank dem Schal tue ich mich jedes Mal von Wolkenkratzern runterschmeißen. Ich bin so glücklich, dass du hier bist. So, das war es also. Küsschen? Kuss? Du weißt, was du jetzt tun musst? Oh ja. Oh ja. Küsschen. Haha, das gefällt mir. Okay. Kleine Andeutung an Facebook. Oh ja. Jetzt knutschen sie sich. Hä? Was? Okay. Okay, ich muss da jetzt anscheinend runterspringen. Wenn du abgesprungen bist, kurz vor der Landung B drücken und den Parachal zu öffnen. Öffne den Parachal erst im letzten Moment, um deinen Heldenmut unter Beweis zu stellen. Also dann bist du bereit. Ach, jetzt stürzt sie mich schon wieder runter. Ey, die kriegt meine geklatscht von mir, ohne Scheiß. Aber da muss ich auch noch lenken, sag das doch. Habe ich es geschafft? Ja.
Ach, und die kommt mit dem Vogel. Oh, ganz toll, ganz toll. Ja, danke schön. Hast du auch toll gemacht, mich da runter zu stupsen, ey. Kommt jetzt endlich mal ein bisschen Action oder so. Sag mal, Mibo, jetzt hast du schon gewonnen. Das Wetter ist schön, auch der Wind bläst nicht so stark. Also, wie wäre es mit einem kleinen Ausritt über den Wolken? Wow. Boah, wie langweilig. Wenn ihr wenigstens auf einen Vogel reiten würdet, dann wäre das ein bisschen romantischer, oder? Den heutigen Tag werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Ich freue mich so, dass du gewonnen hast. Und dass wir jetzt zu zweit hier unterwegs sind. Was für ein schöner Tag. Weißt du was, Mibu? Nö, was denn? Du und ich, wir. Ah ja, jetzt passiert endlich mal was. Hey, was? Wow. Ich hab gedacht, jetzt kommt dieser Riesenwurm. Das ist ein Wirbelsturm. Toll. Nicht Wirbelsturm, Tornado. Was ist das? Nennt sich vielleicht Tornado. Mibu! Ich glaube, du fällst jetzt. Ah, ja. Okay, du fällst also doch. Nee, du träumst. Du träumst, dass du fällst. Mibu! Wer zum Teufel ist das? Ich warte auf dich. Also, irgendwie verstehe ich das nicht. Ich glaube, in der ersten Folge schon gesagt, das erinnert mich an Avatar. Die Leute springen von den Klippen runter, werden von den Vögeln aufgefangen und jetzt kommt so ein blaues Vieh. Die Zeit des Erwachens ist gekommen, deine Kraft wird benötigt, um eine große Bestimmung zu erfüllen. Ja, ich bin aber gerade am Fallen. Ja, gib mir die Hand. Oha. Ich bin ja wieder zu Hause. Endlich bist du aufgewacht. Oh. Als dein Wolkenvogel dich bewusstlos zurückgebracht hat, habe ich mir große Sorgen gemacht. Wenn ich doch bewusstlos war, wie hat er mich dann transportiert? Im Schnabel oder was? Keine Verletzungen. Ganz toll. Mibu, was ist mit Zelda geschehen? Wart ihr zusammen unterwegs? Was ist mit meiner Tochter? Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ein schwarzer Wirbelwind. Das klingt nicht nach einem gewöhnlichen Sturm. Stimmt, normalerweise sind die nämlich lila oder grün. Hä? Du darfst dich noch nicht so sehr anstrengen. Hör mal, Mibu, als ihr da draußen wart, war meine Tochter irgendwie anders als sonst. Ich glaube nicht, dass die irgendwie anders war. Die war von Anfang an total verrückt. Schmeißt mich die ganze Zeit da von der Klippe runter. Vom Erdland hat sie also gesprochen. Und du hast immer wieder den gleichen Traum von einem großen Schicksal geträumt. Dieser großen Schicksal. Entschuldige, ich habe mich gerade etwas in Gedanken verloren. Mit Zelda hat das alles nichts zu tun. Aber da ihr Wolkenvogel bei ihr war, wird es ihr wohl gut gehen. Wie dem auch sei.
Die Nacht ist finster und bei diesem Licht werden wir nichts finden. Jo. Hör mir zu, Mibu. Mach dir keine Sorgen. Zelle geht es gut. Davon bin ich überzeugt. Ja. Wenn es ihr nicht gut gehen würde, dann wäre das Spiel wahrscheinlich jetzt schon zu Ende, oder? Hab ich gerade was gehört? Tatsächlich. Okay. Okay. Lass mich raten, da ist wieder Geld drin. Tudududu. Welch ein Wunder. 107. Das gibt's nicht, 187. Das ist echt so eine Zahl, die verfolgt mich mein ganzes Leben lang. Egal, wo ich hingucke. Immer lese ich irgendwo 187. Genau wie bei dem komischen Jim Carrey-Film. 23 oder wie der hieß. 187. 187. Das macht mich verrückt. Wieso folge ich hier eigentlich? Da schwebt ein Geist herum und ich laufe da hinterher. Naja, wenn man sonst nichts Besseres zu tun hat. Oh, da ist sie ja. Ist aber irgendwie schneller als ich. Wo führst du mich denn hin? Oh, das ist halt so. Guck mal runter, guck mal einer an hier. Ups. Was ist hier? Ich muss ja nicht immer hinterherlaufen. Da kann man hoch. Ah, das war das, was wir von der anderen Seite gesehen haben. Alter. Genau, ich stand nämlich hier irgendwo. Keine Ahnung. Ist hier was? Ja. Was ist hier? Ah. Der kleine Gremlin. Hm? Boah, hab ich mich erschreckt. Boah, was geht mit dir, ey? Ich weiß das nicht. Ich glaube, das ist eigentlich ein Haustier. Aufheben. Ah ja. Hast es halt nicht besser verdient. Der ist jetzt wirklich runtergefallen, oder? Der kann fliegen! Was ist das? Der kann ja fliegen. Das gibt's nicht. Oh, Kiste. Oh, Schleim, Schleim, Schleim. Schleim, 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 Schleim! Lass mir die Kiste öffnen. Da gibt's bestimmt wieder Geld. Geld. Rubine. Und hatte ich recht? Ich hatte recht. 20. Jetzt haben wir 207. Das gibt's ja gar nicht. Herabhängen. Muss ich das? Kann ich das? Ist da was? Nö. Dann tue ich das auch nicht. Denn da erwartet mich nur der Tod. Alter! Wo? So rüberspringen. Komm, mach. Wie, das da Fetter braucht auch Ausdauer. Puh. Hat sich der Quatsch denn ausgedacht? Damit. Vielleicht sollte ich nicht springen. Nee, ich spring trotzdem. Oh, und das schaffst du ja jetzt. Super. Okay. Schleiermaus. Okay. Nein, da war doch blau. Blauer Rubin. Oh. Immer diese Schleimgegner. Überall.
Bei Minecraft gibt es, glaube ich, doch dieselben. Wenn du sie kaputt machst, dann teilen die sich auch. Aber das war sehr riskant. Wo führt die mich überhaupt denn hin? Ich glaube doch, ja doch, das kommt mir sehr bekannt vor. Das ist doch die Statue der Göttin. Mhm. Also ich kann nicht durch Wände gehen. Das ist nett von dir. Schön, dass du mir die Tür aufgemacht hast. Und was gibt's da drin? Statue der Göttin. Oh, das sieht aus wie... Ist das ein Schwert? Ist das das Schwert? Das Master-Schwert? Hä? Ich habe dich erwartet. Dich, den von meiner Schöpferin Auserwählten. Ah ja. Fei, das ist der Name, den man mir gab. Ich komme von jenseits der Zeit, aus einer fernen Vergangenheit, um dir dein Schicksal anzutragen. Dies ist der Zweck meines Daseins. Nimm nun das Schwert in die Hand, mein Gebieter Mibu. Warte mal, siehst, wurde extra für mich erschaffen worden. Mach das, was ich hier sage. Ui, ein Traum. Ein geheimnisvoller Traum, ein plötzliches Erscheinen, die Angst und Sorge um deine Freundin. Während ich deine Lage analysiere, wundert mich deine Reaktion nur wenig. So lass mich dir etwas sagen. Meine Worte sind dazu angetan, deine Stimmung zu heben. Oh ja. Das Mädchen, das du suchst, Zellas Leben ist nicht verloren. Mhm. Da freust du dich, hä? Diese heilige Maid, Zelda und ich, euch erwartet ein großes Schicksal. Wenn du sie wiedersehen willst, dann nimm das Schwert in die Hand. Würde ich gerne tun, wenn du endlich mal dein Maul hältst. Wie fühlst du dich? Bist du bereit für diese Aufgabe? Jo. Mehr Worte scheinen dir von keinem Nutzen zu sein. Ich werde dir, den Gebieter des Schwertes, folgen. Zück es nun und strecke es himmelwärts. Ah. Was? Nach unten? Herausziehen? Also gedrückt halten? Herausziehen. Tue ich doch grad. Ach, ruckartig, sag es doch. Das ist ja cool. Der macht genau das, was ich ihm sage. Wahnsinn. Die Steuerung ist echt der Wahnsinn. Du hast das Schwert der Göttin erhalten. Dieses legendäre Schwert ist erfüllt vom heiligen Licht der Göttin. Das heißt aber nicht, dass es das Masterschwert ist. Ist ja doof. So ist es gut. Gebiete. Mein Gebieter. Ja, sag's tausendmal. Ich weiß mittlerweile, dass ich dein Gebieter bin. Mibu? Wer ist das? Oh, der Vater. Hä? Kann es denn sein, dass du es bist, Mibu? Was? Was ist das für eine Frage? Ach so. Der legendäre Jüngling, der die Kammer des Heiligen Lichts betreten wird. Diese Kammer hat die Göttin uns Menschen hinterlassen, sagt man. Nur besondere Personen werden in dieses Geheimnis eingeweiht, von Generation zu Generation. Das Licht der Göttin, das Licht des göttlichen Schwerts vertreibt alles Böse. Ich werde erscheinen, dem reinen Jüngling in dieser Gestalt am geheiligten Ort. Okay. Es begann vor einigen Tagen, das Schwert, dessen Geheimnis ich so lange bewahrt hatte, begann zu leuchten. Oh Gott, es redete. Als ich das Licht sah, traute ich meine Augen nicht. Nicht im Traum hätte ich je daran gedacht, dass sich die Prophezeiung
Prophezeiung. Kommt da nicht nach Zei noch ein Haar hin? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Zeit meines Lebens erfüllen würde. Es ist, wie es die Prophezeiung sagt. Prophezeiung, Prophezeiung. Ein Junge wird führen das Schwert, beinahe noch. Kind wird er doch geschützt von der heiligen Kraft. Jo. Schön für dich. Die mündlichen Überlieferungen der Menschen sind so unzuverlässig. Von der Offenbarung, die den Uran empfing, ist ein großer Teil bereits verloren gegangen. Hä? Er will von der Göttin, der Jüngling, der zieht das heilige Schwert und über es gebietet den starken Geist. Kind des Schicksals, er wählt vor dem Schatten großer Gefahr. Wir tragen die Seele des Schwerts, wir finden die Wolken und von dort hinabsteigen. Gemeinsam mit der heiligen Maid das Land leuchten. Boah, bla 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 bla. Das ist Zelda. Ja, schön. In einem alten Buch meines Vaters habe ich an einem Ort gelesen, der Atlant heißt und viel größer sein als unsere Welt. Gebiete, du wurdest erwählt von der Göttin, meiner Schöpferin, um ihren Auftrag zu vollenden. Und die heilige Maid, um Zelda wiederzusehen, musst du den Wolkenmeer, das Wolkenmeer überqueren, musst hinabsteigen in die weite Welt, weit entfernt von hier. Musst dich ins Erdland begeben. Ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber das Erdland ist tabu für uns Menschen. Um dorthin zu gelangen, muss man die Wolken durchqueren. Noch nie ist es jemandem gelungen. Warum? Sind die Wolken aus Stein oder was? Was ist das? Was ist das? Auf dieser Tafel ist der Weg ins Erdland niedergeschrieben. Nimm sie und platziere sie auf dem Altar in dieser Kammer. Du hast die Smaragdtafel erhalten. Sie ist aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Gebieter richtet nun den Himmelstrahl auf das Wappen an der Wand. Der Himmelstrahl entsteht aus der Kraft, die sie sammelt. Wenn du dein Schwert gegen Himmel streckst, schwinge das Schwert in Richtung des Wappens, sobald sich der Himmelstrahl aufgeladen hat. Bla 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 bla. Jetzt hol mal das Schwert raus. Ist das das Wappen? Wie geht das jetzt? Ja, und jetzt? Cool. Ja, und jetzt? Aha. Da kommt jetzt die Steintafel rein. Wahrscheinlich. Untersuchen. Okay, lass mich raten. Ich muss jetzt noch die drei anderen finden, oder was? Boah. Das gibt's doch nicht. Ist nicht wahr, oder? Das Siegel der Göttin hat bisher verhindert, dass Menschen das Wolkenmeer verlassen konnten. Nun hat sich dieses Siegel an einer Stelle geöffnet, sodass du passieren kannst. Dort musst du hin. Ich erkenne dich als rechtmäßigen Gebieter an. Ich ruhe in deinem Schwert und bin stets an deiner Seite. Drücke bla, um mich zu rufen. Jo, endlich. Geh fort. Ich hoffe, der Opa labert mich jetzt nicht voll. Ich weiß nicht, was mit dem Schatten großer Gefahr gemeint ist, aber es klingt nach einer großen Herausforderung. Wenn Feißworte wahr sind, dann ist Zelda am Leben. Sie lebt. Du musst sie finden und dich zugleich deinem Schicksal stellen, Ibu. Niemand weiß, welche Prüfung das Schicksal für dich vorgesehen hat. Doch versprich mir, meine Tochter, versprich mir, Zelda zu finden. Ja, okay. Wenn's sein muss. Beweise mir, dass die Offenbarung tatsächlich wahr sind. Ich bitte dich, Ibu. Ich werde das schaffen. Ich will nicht, das klingt schwer. Na doch. Ich werde es schaffen. Ich würde dir nicht glauben. Hab Dank. Bitte. Jetzt geh. Geh. Ich will spielen. Es wird schon hell. Diese Nacht war sehr lang für uns. Mit diesen Kleinern kannst du deine Reise nicht antreten, Mibu. Da du die Vogelgradation. Mit dem bist du auch für eine längere Zeit. Eine längere Reise gut gerüstet. Am besten du ziehst es morgen gleich an.
Jetzt kriege ich wahrscheinlich diese grüne Kleidung, diese typische Zelda, nee, Zelda Link Verkleidung. Möchtest du speichern? Jo.